einen hab's quasi im Mund. Genau, hier Solo-Queue, Confirm und rein da. Hier kannst du jetzt einfach deine Rolle auswählen. Jungle und Mitte. Kann ich nicht doppelt Jungle machen? Nee, das geht leider nicht. Hier besteht halt die Chance, jetzt erstmal Find Match. Hier besteht jetzt die Chance, dass du nicht Jungle bekommst, aber die ist am Anfang sehr gering, weil Jungle eine sehr unbeliebte Rolle ist in niedrigerer Elo, weil der immer geflamed wird. Okay, aber ich bin mental stark. Das habe ich rausgefunden. Ja. Wie war das so? Die Games für dich, das war, also du spielst die ganze Zeit mit Chat an, oder? Ja. Ja, Freundschaften haben sich entwickelt. ein paar Friendets habe ich gekriegt. Komplimente eher selten, aber kam schon mal vor. Und natürlich erfährt man viel über das Berufsbild der eigenen Mutter. Man hätte es nicht, also ich hätte es nicht gedacht, ja. Wie willst du es haben? Soll ich erstmal jetzt in deinem ersten Ranked mich zurückhalten und du spielst nach deinem Gefühl und ich nur bei gravierenden Sachen einhaken oder wieder so wie beim letzten Mal durchgehend einfach immer? Nee, schaust dir erstmal so ein bisschen an. Ich weiß nur nicht, was man am Anfang, also ich würde halt die Boots einfach kaufen, so wie es bisher gemacht hat, und ich weiß halt nicht, ob man Tränke kauft oder so. Ja, du kaufst immer Red Smite und Potion. Achso, weil ich habe immer noch immer gewardet. Das mache ich nach wie vor, oder? Ja, der Ward ist sehr, sehr, der ist, da ist sehr gut, dass du den noch drin hast, ja. Das ist natürlich jetzt bad. Das ist schon mal kein so guter Clear. Oh, komm mit. Ich muss gestehen, das war bisher noch nicht so impressive. Na, sieht bis jetzt fein aus. Ich wollte jetzt zurück und kaufe einfach die Schuhe, weil das passt ja jetzt von der Kohle her. Ja, kannst du machen. Ja, schau für Botlane. Nice one. Oh, lo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 l. Good job, Botlane. Please rate me after the game. Das ist ganz wichtig, dass man das macht. Ja, das stimmt natürlich. Das ist auch so wichtig. Ein bisschen Fishing for Compliments auch mal. Ja, ein bisschen geiern, würde ich eher sagen. Nicht mehr fischen. Ein bisschen Dynamit fischen for Compliments. Das war übrigens gerade ein Window für Pink Watts kaufen. Ah. Ja. Das ist halt die Frage, ob man. Nein. Guck mal, ob du Toplane helfen kannst. Ja. Och. Na gut. Sehr stark. Auch von ihr gespielt. Du meinst, ich soll sie raten nach dem Game? Mitpushen. Das würde auch noch ein Konzept hier, was sehr wichtig ist. Ja, die Wave auspushen. Und weg. Das weiß ich noch nicht so hundertprozentig, weil da kriege ich halt immer Hate von den Lanern, gell? Ja, weil die dumm sind. Es ist so. Also, ich werde es dir richtig beibringen. Guten Tag. Oh, das war ein bisschen greedy, wa? Wenn du es richtig spielst, ist sie tot, glaube ich. Mhm. Also ist schon gut, dass du dafür gegangen bist. Ich habe die 1 nicht gekriegt, oder? Ja, das unter anderem. Ja, okay. Normalerweise klappt das halt so. So mache ich das auch. Aber die ist halt ein Level höher. Aber Keil kann man, glaube ich, schon butchern in den Situationen. Ja, sie hat ja noch Barrier. Das war das, was der da doof war für dich. Ah, okay. Was jetzt gut ist, nach den Raptoren in den Enemy Topside Jungle gehen. Jo, das wollte ich tatsächlich auch machen. Oh, sehr stark. Ich habe tatsächlich jetzt angefangen, seit 2-3 Tagen maybe, darauf zu achten, wo der gegnerische Jungler sein könnte. Und ihm dann einfach alles zu klauen. Schau mir das an hier, Wölfe. Umsonst einfach. Jetzt kommen wir wahrscheinlich gleich um die Ecke. Setz am besten jetzt hier noch eine Ward einfach.
Irgendeine? Ja. Ein Frosch. Klingt trotzdem hinten raus. So, und jetzt gehen wir da nochmal hoch und setzen mal einen Gank an. Ist gut. Da ist nicht alles gut gelaufen. Raus, raus, raus. Nice. Und die Wave pushen. Ja, die zweite nehme ich noch. Dann gehe ich aber weg hier. Ja, das ist noch Nein. Und die Q auf die Minions auf gar keinen Fall machen. Okay. Das ist ganz, ganz schlecht für den Laner. Ah, ich dachte, ich helfe dem und... Nee. Ich will nicht Bottom ganken. So, ich komme hier vorbei. Oh. Das, na du... Wo ist er? Weg. Oh. Den machst du, gewinnst du. Easy. Nice one. Ruhig die Ult dann reaktivieren auch. Auf den drauf. Mhm. Das macht ja nochmal Schaden. Ja. Und jetzt einfach back in base und dann ist sehr gut. Ja, ich hatte gesehen, dass dir gefallen ist und ich dachte, vielleicht kann ich für den Play gehen, dass ich dann einfach oben rein ulte. Und dann ernte ich Szenenapplaus von meinem Team und alle sagen, wow, du bist so ein toller Hecht und so. Ja, das Problem ist nur, wenn er Ult ab hätte, hätte er dann noch rauskommen können, wenn du ihn nicht direkt tötest. Oh, okay. I see. So, ihr braucht bestimmt Hilfe. Wo seid ihr? Einfach rauf, direkt rauf. Guten Tag. Und weiter. Nice. Hast du auch noch? So. Die Ulti hatte auch gar keinen Bock, gell? Sehr schön. Alter, die Morgana, kann ich die Flamme, die mir den Kill jetzt gestillt hat? Push ja, ich da jetzt beleidigen. Mit? Direkt, ja. nein, hier pusht du nicht mit. Weil da gerade der AD Carry wieder kommt. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Eigentlich hätte ich in den gegnerischen Jungle reinlaufen sollen und die Crux machen. Ja. Ja, weil ich gerade so push, die Handschuhe nicht pushen. Geh mal zurück in die Base jetzt kurz. Du Potion verkaufst deine Potion. Da kriegst du, glaube ich, Sterax mit. Ja, verkaufen. Und du kaufst dir jetzt das blaue Trinket. Das ist bei der Linse. Hover mal über die Linse. Ich weiß nicht, was die Linse ist. Links, das noch weiter links. In diesem, da. Und da das blaue. Ja. Das so. Ja. Das kaufst du dir. Und jetzt Starrux. Ja. Und ein Pink Ward. Also du so. Willst mich einfach im Shop halten, gell? Das Game ist jetzt sowieso schon gewonnen, deswegen das wollte ich jetzt hier mal Disziplin üben. Wie Disziplin? Ja, das ist wichtig, dass du da auf Pink Wards achtest, auf dein Trinket. Ja, gewonnen ist das noch lange, ne? Auf ja, stimmt. Link. Gewonnen ist erst, wenn der Nexus fällt. Du kannst auf die Senna ulten unten. Ja, einfach rauf. Nein. Oh Gott, das war schlecht. Tja. Ich sag, wie es ist, das lief nicht so gut. Ja, ist room to improve. Ja, das, ich war ein bisschen überrascht, dass, ich war noch nicht ready, einfach alle Tasten gleichzeitig zu spammen. Weil ich nur ja. So kurz, der Flug war kürzer, es war so ein Inlandsflug, weißt du. Da gab es keinen Mittagessen. Ja, es war Inlandsflug von Köln nach München. Das war ja Köln nach Köln, echt. Köln nach Köln mit einer Chest, ne? So, was ist da in der Top los? Also los. Ja, das 1v1 bei dem wird close. Aber du kannst die Wave nehmen, ja. Muss nur aufpassen, nicht, dass du hier unten drin steht, gell? Ja, aber dein Team ist da. Ja, geh mal schnell zum Drachen nach dem Camp. Okay. Mhm. Aber da wird noch gefightet. Schau da mal. Ob du da vielleicht rein ulten kannst irgendwo. Ja, da geht was.
Nice, sehr gut. Oh, ja, schön. Ah, machen wir eine Jungle-Seite hier. Alter. Jo, die haben diese richtig. Oh. Ne, da muss ich weg. Das macht keinen Sinn. Ja, mach deinen Jungle, beziehungsweise geh einfach Base. Ist noch besser. Ja. Kauf dir mal Guardians. Guardians Angel als drittes. Und da kaufst du immer Stopwatch erst. Oh. Ja, für die nächsten Male. Also die muss man aktiv benutzen, oder? Genau, uff. Genau. Uff. Ja, nächstes aktives Item. Das wird eine Herausforderung. Aktive Items sind schwierig, sag ich gleich. Ja. Lange gebraucht, um die 1 zu drücken in Situationen. Wie dieser hier zum Beispiel. Aber das kriegst du hin. Ich glaube da an dich. Wenigstens einer hier. Du hast schon wieder Auto-Attack abgebrochen. Wenn die Senna da unten weitergeht, dann fliegt die gleich mal an. Mhm. Ja, einfach auf jetzt direkt. Mit nice. Einem Hubs war sie im Mund. Ja, das war auch eine gute Spell-Rotation von dir. Da hast du alles relativ schnell hintereinander gedrückt. Mhm. Ja, normalerweise kriege ich das schon hin, aber ich habe heute schon ein paar Games gemacht. Ich merke halt, dass wenn ich halt lange League spiele, dass ich irgendwann richtig unkonzentriert werde. Ja, auf jeden Fall. Hab ich selber auch. Ist halt schon immer viel gleichzeitig und so. Hast du einen hochfahrbaren Schreibtisch? Nee, ich habe gesehen, du hast das in den Videos. Ja, das ist das hilft mir extrem, dass ich immer in den Pausen den einfach hochfahre und dann mich kurz hinstelle und sobald ins Game geht, setze ich mich wieder hin. Also das kann ich echt nur empfehlen. Da kann man viel, viel länger, viel, viel konzentrierter spielen. Guck mal, Toplane. Ja, Toplane. Ja, das machen die. Ja, einfach rein da. Alter, es ist ein Engel. No. Ja, kann man den weiterschlagen, wenn er so leuchtet? Kannst du, aber der kriegt keinen Schaden. Ah ja, okay. Aber ich habe gelernt, so leuchtet das golden, Finger weg. Okay, gute Regel. So, ich kaufe jetzt natürlich, wenn ich in der Base bin, einen Pinkwood. Stark. Damit ich zwei habe. Ich meine, ich habe noch keinen gestellt. So, ja? Genau, aber was noch besser wäre, wenn du die aussetzt. Aber kaufen ist der erste Step. Was ist das denn hier? Genau, das ist, mach das gleich einfach mal in deiner Base. Setz das mal irgendwo hin, dann siehst du das. Einfach hier irgendwo hin, oder was? Ja, setz einfach mal irgendwo hin. Dann siehst du, du bekommst in diesem Bereich kurz Vision. Und das machst du mit Nocturne. Wenn Gegner wegrennen, du die nicht mehr siehst, dann machst du das und ultest die dann an. Ah, okay. Weil du kannst ja nur Leute an... Geh zum Drachen. Oh ja. Sorry, mein Du kannst nur Leute anulten, die du siehst. Und genau das löst du damit, wenn die auf weiter Distanz nicht sichtbar sind. Da kannst du, glaube ich, auch direkt reinfahren. Oh, genau. Hättest du jetzt hier das Ding, dann hättest du da auf Senna machen können und reinfliegen. Boah, stark. Und den Drachen bekommen, ohne Smite. Ich würde sagen, das war ein bisschen lucky. Ja, vielleicht ein bisschen. Ein bisschen vielleicht. Aber manche sagen dazu auch einfach können. Ah ja, das war natürlich, ja. Können sie? Okay. So. Wir könnten jetzt mit den anderen fighten oder wir können einfach Dominanz zeigen und den Gegner schon Jungle klären. Irgendwie in Mitte läuft einer durch. Was macht der? Ja. Ja, du. Ja. Bleib da ruhig mal bei deinem Team. Wir haben Bock, oder? Ich bin ehrlich gesagt skeptisch, aber. Könnt ihr machen. Setz deine Pink Ward noch. Und jetzt müsst ihr fighten. Ja. Ja, hau ihn tot. Ja. Nice. Starkes Ding. Wie viel Leben habe ich jetzt aber nicht?
Könnt ihr machen. Könnt ihr machen. Ich weiß halt noch nicht, wie stark der Baron ist, weil der Baron ist, Smiten. Der Baron ist sehr, sehr unbeliebt in Casual Games. Ja, das stimmt. Die Leute. Und back. Not a fan of it. General Objectives. Schwierig. Wenn ihr Baron Buff habt, dann willst du auf gar keinen Fall Zeit verschwenden, indem du irgendwelche Jungle Camps machst, sondern immer mit dem Team aktiv die Gegner pressern. Ja. Sehr gut. Ich ja, glaube, denen helfen. Geht's zu gut. Was machen die denn da? Okay. Ihr könnt. Bottom ist noch einer. Ja. Ja, mach einfach, was du willst. Schön. Hab ihr entscheidet. Please give me 5 stars. Thanks for the ride. Bronze 4 sind wir. Wie? Ich habe jetzt schon ein Ranking bekommen? Ja. Wie bin ich denn Bronze 4 gerankt? Ja, das ist. Die wissen nicht, wo die dich hinstecken sollen. Also stecken die dich ganz niedrig, damit du zeigen kannst, dass du es drauf hast. Kann man irgendwo einen Leserbrief schreiben oder sowas? Kann man schon. Die Wahrscheinlichkeit, dass das was bringt, ist noch relativ gering. Wie fandest du das Spiel jetzt im Gegensatz zu deinen anderen Spielen, die du gespielt hast? Also würdest du sagen, das waren bessere Gegner oder schlechtere Gegner? Das waren also schlechtere Gegner, weil der eine Typ bei uns hat 23-2 gehabt. Ja, aber so rein vom Feeling jetzt von dir selber. Ja, sind wir schon gut durchgegangen, so. Nee, die waren auf jeden Fall schlechter, würde ich sagen. Okay. Ja, das ist doch gar nicht so schlecht. Ich habe mir Unmengen aufgeschrieben, auf jeden Fall. Das ist gut? Ja, das ist sehr gut. Weil das sind alles Sachen, die wir verbessern können.